Hallo, meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt ein schönes Wochenende. Heute reagieren wir auf Pokémon Golda, die ganze Geschichte-Parodie. Und ja, ich muss aber dazu sagen, ich glaube, ich habe das schon mal im Video gesagt, ne? Ich bin ja nicht so Fraktion Pokémon, ne? Ich habe damals zum Beispiel Dragon Ball in- und auswendig geguckt. Zum Beispiel wie Star Wars, ne? Hat mich eigentlich nicht so interessiert. Das ist immer übelst geil, damals in der Schule. Oh ja, Star Wars, habt ihr die Szene irgendwie, fandet ihr die Szene? Ich dann so, oh ja, die war geil, die war cool und so. Und dann denkt man sich so, um was geht's eigentlich, um welche Szene? Ja, aber wir gucken trotzdem mal rein. Ja, hallo, willkommen in der Welt der Pokémon. Ja, ja, ich kenne den Scheiß. Ah, und wie war der Name nochmal? Es ist Gold. Oh yeah, Ice Baby. Vergiss nicht deinen Pokécom-Schatz. Ja, ja, ich bin viel zu jung für ein Handy. Wer zum Fick bist du? Yo, geh mir aus den Augen, Bitch! Welches Pokémon möchtest du mit dir nehmen? Feuertyp da? Ja, hier ist ein Dynamain. Ey, krass, der sah gerade voll aus wie Gandalf, ne? Ja, ja. Also, wenn ich so ihn sehen würde, ne, auf der Straße und der will mir irgendwas geben, ne, dann würde ich aber einfach so einen Umweg machen. Außer meine Kinder, würde ich sagen, Kinder, geht mal dahin. Der hat auch einen schönen Wenn, der gibt euch bestimmt Gummibärchen, geht da mal hin. Hier ist ein Dynamain. Hey, das ist das Arschgesicht wieder. Ich sammle Pokémon, um die fehlende Zuneigung meiner Eltern zu kompensieren. Los geht's. Mit limitierten Gameboy-Animationen. Er stand mein Erinnerst du dich, wie sein Name war, Junge? Ja, es war, Popo 6. Okay, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich jetzt Bock, gegen die Arena leider zu kämpfen. Du denkst, du wärst der beste Trainer auf der Welt, aber als erstes musst du mein super duper geiles Ratze besiegen. Du bist so stark, kann ich bitte deine Nummer haben, damit ich einen Freund hab, der nicht mein Ratze ist. Ja, was soll's? Wie wär's mit einem faulen Blitz? Ja klar, wieso nicht? Nee! Endlich treffen wir uns! Nimm dich in Acht! Vor meinen kräftigen Vogel-Pokémon! Easy! Hey Kleiner, gee, willst du ein paar Fleckmon Ruder, Brudi? Dafür musst du aber 18 sein. Ja, klar. Sorry Kleiner, aber es kostet 40 Billionen Dollar. Mach ich auch immer, wenn meine Schichtleiterin so fragt, ob ich eine Schicht übernehmen kann. Erzähl mir mehr. Oh ja, kann ich eine Schicht übernehmen? Du musst mir helfen, die ganzen Fleckmon zu retten. Schnauze, ich hab Besseres zu tun. Wenn du mir nicht hilfst, kommst du auch im Spiel nicht weiter. Fein. Ah, meine Hüfte. Gott. Ey, was macht ein Kind hier? Easy. Okay, du kannst die Arena nun herausfordern. Oh, warte, bist du ein Mädchen oder ein Typ? Ja, das musst du entscheiden. Jetzt kann ich in die nächste Stadt. Yo, Bitch. Nerv mich nicht wieder, Arschgesicht. Mein Name ist Poposex. Nein! Boah, ist das nicht der Typ, der dir von Anfang an, also ich habe schon Pokémon-Spiele gespielt und sowas, der dir von Anfang an so mega auf den Sack geht und der immer so denkt, dass er der Beste ist und sowas, den du gefühlt 50.000 Mal besiegen musst? Nun muss ich nur noch durch diesen Scheißwald. Sicher, aber wird jetzt vorher mein Brenner einfallen? Verdammte Scheiße! Gib mir die VM! Endlich! Gottverdammt! Erinnerst du dich, als wir hier die Elementarschläge noch verkauft haben? Hey du Trainer, denkst du kommst gegen mich und meinen Normaltyp-Pokémon an? Normaltyp, easy win! Ja, Walter. Easy win! Was zum Teufel? Hast du jemals probiert, dein Pokémon zu trainieren? Was zum Teufel ist Training? Was zum Teufel? Ja, das frage ich mich auch immer wieder, ne? Wenn die mich so fragen, hier, wie sieht's denn aus? Immer wieder ein bisschen was für. Also hier, deine Gesundheit machen, mal ein bisschen trainieren, mal wieder was für die Ausdauer tun, so. Dann frage ich die Leute auch immer so, hä?
Training? Was ist Ausdauer? Was ist Training? Also mein Training ist auf Arbeit zu sitzen, meinen Job zu tun und hier zu sitzen. Ja gut, jetzt habe ich nichts zu tun, außer zocken. Ja, Mom, kann ich etwas von dem Geld bekommen, das du für mich gespart hast? Hallo, Schatzi, ich habe dein ganzes Geld für Schutz ausgegeben. Ich dachte, die könntest du gebrauchen. Mom, ich habe das Geld für das Studium gespart. Hey, Mann, ich wollte dir das eh gratis geben. Ich wollte dir das eh gratis geben. Hi, Trainer, bist du bereit, nochmal zu verlieren? Klappe, mein Name ist Gold. Ah, oh, verdammt. Schau, ich brauch wirklich deinen Orden. Sei leise, ich will heulen. Ich brauch wirklich deinen Orden. Sei leise, ich will heulen. Gut, hier wird uns sicher keiner sehen. Ich hab dir ins Gesicht. Shit. Boah, aber stellt euch mal vor, wir würden wirklich in so einer Zeit leben oder in so einer, in so einer Dimension leben, wo Bäume und sowas mit ihnen reden könnten. Also wo zum Beispiel so echt so End zum Beispiel gibt und ihr pisst so gegen den Baum, auf einmal schlägt er euch. Es wäre halt so random, einfach so. Aber dann würde es keine Wildpinkler mehr geben, ne? Wäre auch irgendwie interessant, ne? Hey du, wie viel für 5 Minuten? Wir sind nicht diese Art von Tänzerin. Ich hab eine Zeitmaschine gebaut. Ich will Nevoli. Zum Teufel nochmal, nimm meins. Oh mein Gott. Yo, was geht? Du willst uns fertig machen. Ich hab keine Angst vor Geister. Ha, ich suche ja ein paar starke, legendäre Pokémon. Aber hier sind keine. Und alles ist deine Schuld. Du laberst Scheiße. Verdammt, hätte ich einen Vater, würde er dich fertig machen. Oh, Hündchen. Schluck das, Bitch! Gefallen, ich muss ganz ehrlich sagen, das sind so viele Bilder und so viele Sequenzen auf einmal, so viele Szenen auf einmal. Ich verstehe halt nur die Hälfte, weil in jeder Sekunde irgendwie eine neue Szene auftaucht, ey. Was machst du, Dominus, hier? Wo ist die Arena-Leiterin? Sie ist weg und kümmert sich um ein kleines Pokémon im Leuchtturm. Was für eine Bitch! Pokémon, die nicht kämpfen können, sind nutzlos. Bitte, du musst mir helfen, diese arme Kreatur zu retten. Wenn ich das mache, kriege ich dann deine Nummer? Ich denke drüber nach. Jackpot! Jackpot! Sag mir, Junge, aus welchem Grund kämpfst du? Alt und Bitches, alter Mann. Nicht schlecht, Junge. Them white boys had me on crystal meth. Ich mag dich. Willst du ein Date? Okay. Wieso nicht? Ja, hier könnte man eigentlich die Geschichte beenden, ne? Boah, das erinnert mich an eine Geschichte, die muss ich euch mal erzählen. Und zwar, da hat ein Kerl eine Dame angeschrieben im Internet. Aber ihr müsst euch festhalten, das ist wirklich eine sehr, sehr emotionale Geschichte. Und er war halt in die Dame verliebt. Die Dame hat nicht zurückgeschrieben und ja, er lebt. Okay, sofort weiter. Er lebt glücklich und zufrieden bis zu seinem Lebensende. Hat keine Kinder, muss kein Geld für Geschenke ausgeben, hat seine eigene Wohnung, hat nie Stress. Ja, das war die emotionale Geschichte. Sorry, da muss jetzt sein. Danke für alles. Aber als Arenaleiter befürchte ich habe keine andere Wahl, als mit dir zu kämpfen. So muss das Ganze doch nicht laufen. Du musst mir versprechen, dass du dich nicht zurückhältst. Tu mir das nicht an. Tut mir leid. Nein. Du musst mir
versprechen, dass du die Pokémon-Liga besiegst. Tu es für mich. Hey, werter Herr, aber, Sie müssen... Aber er lebt jetzt glücklich und zufrieden bis zu seinem Lebensende, ne? $1000 zahlen, wenn Sie zum See wollen. Dann mach dich bereit für Ärger. Mein Heilige Gott. Scheiße, das Garot ist verblutet. Ey, Mulan, wo machst du denn? Grüße, ehrenhafter Trainer. Ich brauche deine Unterstützung in Mahagonia City. Sind wir mal ehrlich, ich habe doch eh gar keine andere Wahl. Nee, der Ort sieht ganz normal aus. Was soll die trübe Stimmung, kleiner Mann? Ich hätte da was für dich. Wie wär's mit leckeren Rage Cannibals? Wir müssen dieses elendige Team Rocket mit ihren kranken und bescheuerten Gedankenkontrollgeräten stoppen. Boah, ich muss aber ganz ehrlich sagen, also ein bisschen kenne ich ja Pokémon, Team Rocket war immer so nervig in der Serie wie die Szenen zwischen Sam und Frodo. Ne, bei Herr der Ringe, auf die hatte man irgendwann keinen Bock mehr, weil ihr müsst mal, das hab ich mal wirklich gemacht mit einem Schnittprogramm, ihr müsst mal nur die Szenen von Sam und Frodo zusammenschneiden. Es ist wie so eine Liebesbeziehung und da wird geheult, da wird geheult, da wird ihn verziehen, da wird ihn wieder nicht verziehen. Das ist halt wirklich so. Suck my dick, Grove Bitch! Folge mir und mach die Gollum ganze Arbeit für mich. Therapeut. Ich glaube, ich weiß, du fast das Ganze hinausläuft. Letztes Mal bei Pokémon Golden. Team Rocket machte beim Pokémon des Sees Gedankenkontrolle möglich, um sie entwickeln zu lassen oder sonst einen Scheißdreck. Hey Gold, ich hab gehört, da haben Jumisen hier in der Höhle eine fucking Sexorgie. Juck mich nicht, Anthony. Danke für deine Hilfe, Trainer. Hier, nimm diese nutzlose VM, die du nie benutzen wirst. Fick dich, Lenz. Ich weiß, dass wir uns wiedersehen werden. Stimmt ja, ich muss hier noch das Reichtum besiegen. Gold, der Radioturm ist in Gefahr. Nur du kannst es lösen und die ganze Menschheit retten. Bitte helft uns. Wir haben eine Rocket im Turm. Ach, verdammt nochmal. Oh, du denkst, du kommst hier, um den Radiochef zu retten. Aber wir haben ihn unten im Keller eingefangen. Und nur ich hab die Schlüsselkarte, um ihn... Ich bin hierher gefolgt, Schwanzgesicht. All die anderen Male, die du gewonnen hast, waren nur Glück. Jetzt besiege ich dich. Und dann besiege ich die Morgen ganz allein. Mir egal, was auch immer losgeht. Scheiße, der Drachenfick, das sagte ich. Ich wäre ein Arschloch. Vielleicht hatte er recht. Ich weiß, du kommst hierher, um mich zu retten. Aber hier, rette lieber diese Schlüsselkarte stattdessen. Wow, du kannst Elektroattacken erlernen. Wir besetzen den Radioturm, um unser Boomback zu verkünden, sodass Giovanni zu uns zurückkommt. Das ist die dümmste Motivation, die ich je gehört habe. Tausend Dank, dass du uns gerettet hast. Hier, nimm diese Schwuler seine Feder. So, wir müssen nur durch diese Höhle, richtig? Da ist noch so ein Vampir. Ach, hi. Mein Name ist Sandra und ich bin nicht dein Durchschnittsmädchen. Du wirst mich nie besiegen. Okay, gib mir deine Ohren. Aber als erstes musst du das meistern, was noch nie jemand zuvor geschafft hat. Was zur Hölle? Ja, okay, ja, das war aber irgendwie die einfachste Sache hier überhaupt. Ach. Ich werde dich bei Siegfried verpetzen. Ich überlege so die ganze Zeit. Also ich glaube, das Video, das ist wie bei dem anderen Video, was ich mir angeguckt habe, ne? Das Video, wenn man jetzt hier irgendwelche Drogen eingepfeffert hätte, ne? LSD oder sowas, das wäre dann so ganz normal, ne? Dann wird man so ganz normales Video. Hey, das ist das Ding von der Verpackung. Fuck, ich hab vergessen zu speichern. Kinderzeit. Bastards. Ha, so, du möchtest es mit der Pokémon-Liga aufnehmen. Ha, eine Pitch. Wie, du schaffst es nicht mal mit der Toiletten-Liga. Meine Pokémon sind jetzt unbesiegbar. Mach dich bereit für...
auf! Ich hasse es zu verlieren und gewinnen hasst mich! Was ist los? Aber das ist doch... Schreibt es bitte mal in die Kommentare. Das ist so der Typ, der ihn die ganze Zeit auf den Sack geht. Wirklich, die ganze Zeit. Und man besiegt ihn die ganze Zeit und trotzdem kommt... Ey, du besiegst mich hier. Trainer? Willkommen in Mindigo-Plateau. Du wirst nun besiegt. Schlussendlich, Trainer. Treffen wir uns wieder. Ja, ja. Ich werde dich hier vernichten. Ich wusste schon immer, dass du so weit kommst. Nun komme ich, Lance, der Drachenmeister. Teste deine Stärke mit der vollen Power meiner Drachen-Pokémon. Das sind nicht mal Drachentypen. Erzähl das meinen drei perfekt gedopten Dragoneers. Gedopt. Warum sind die immer noch am Leben? Du kannst nicht Champ der Pokémon-Liga werden, ohne zu wissen, wie man Top-Genesung nutzt. Oh. Das Band zwischen dir und deinen Pokémon brachte meine Dragoneers zum Explodieren! Oh Gott. Du bist nun der neue Champ der Pokémon-Liga. Gold, du hast es geschafft, hm? Halt die Klappe. Wie geht es ihr? Sie wird's überstehen. Sie hat nur ein verstauchtes Bein. Willst du mit mir Verstecken spielen? Nein, verpiss dich! Wachs wie dich habe ich schon während dem Krieg gekillt. Ich sah dich in einer Vision, weil ich hell sehen kann. Das ist vor allen Dingen auch total logisch. Ich sah dich in einer Vision, weil ich hell sehen kann. Das wäre schön, wenn ich hell sehen könnte, ob ich irgendwann mal Lotto gewinne, obwohl ich kein Lotto spiele. Das wäre halt so geil. Das ist doch der eine Juto-Junge. Besiegt er alleine die Pokémon-Liga. Wirklich? Sieht nicht so stark aus. Kriegen wir ihn. Oh no. Bitte dann, Tominek. Ich nehme hier war, Idiot. Hat er gerade einen Toaster ins Wasser geworfen? Oh no. Bitte dann, Tominek. Ich nehme hier war, Idiot. Bye bye, Gogo. Hey Kid, ich sei ein Team Rocket-Mitglied-Typ. Sei aus fremdem Land. Trainer einzig sein. Du sei ein Schwuchtel. Oh no. Das ist dumm. Wenn du 6 von uns besiegst, bekommst du einen tollen Preis. Ah, wart ihr zwei gerade mit meinem Blut? Ah, du Scheißkiller. So. Sieht so aus, als hätten wir hier den Beliebten vor uns. Wir mögen euch Leute von Johto nicht wirklich. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, so, jetzt verstehe ich. Ich habe ja die Story bis zum Ende der Arena verstanden, aber jetzt verstehe ich es gar nicht mehr. Also jetzt macht es mein Gehirn nur noch so pum, pum, pum. Ist das deins? Diese Arena ist super. Nur Mädels sind darin erlaubt. Ah, ich bin so richtig high. Warum mache ich das überhaupt? Du drehst lieber um, Junge. Kanto verschluckt dich in einem Stück, Junge. Hey, kleiner Junge. Magst du, was du siehst? Mein Geschenk, alle Jungs sind es gerade. Warum? Kann man ihm wirklich vergeben? Ja, das erste Spiel war besser. Fetter Bastard, verschwinde! Mein Schwanz ist ruckohart. Vielleicht soll ich mal versuchen, meinen Pokémon zu lieben. So wie es mein Vater nie bei mir tat. Bitch! Ich werde Rot später besiegen. Aber jetzt besiege ich dich. Genau jetzt. Ja gut, ich bin jetzt obdachlos. Hoffentlich hast du Feuerheiler. Du denkst, du hast das Zeug, mich zu besiegen, Johto-Junge? Das ist schlimmer als damals, als Rot meinen Radikal tötete. Gold, das Spiel ist noch nicht vorbei. Du solltest es auf der Mount Silver versuchen. Manchmal glaube ich, mein Sohn ist tot. Sag's mir nicht.
Alles, was ich bisher getan habe, war nicht mehr als eine dumme Nachmache von dir. Tu mich nicht punkten. Pikachu! Es gibt keinen Weg. Du musst mir versprechen, dass du dich nicht zurückhältst. Du kannst nicht Champ der Pokémon-Liga werden, ohne zu wissen, wie man Top-Genesung nutzt. Das stimmt. Hey Arsch! Ich bin mehr als nur eine Fortsetzung! Ich bin mehr als nur eine Fortsetzung. Du sollst manchmal deine Mutter anrufen. Ah. Hey! Geht's dir gut? Du hast im Schlaf geredet. Ja, es ist nur so. Ich hatte wieder diesen einen Traum. Ich muss auch manchmal im Schlaf reden. Also... Ich muss ganz ehrlich sagen, also wäre so Pokémon, ne? Boah, krass, ich wollte gerade so ein brutales Bild suchen, ne? Aber das ist ja zum Glück nicht so schwer. Also wäre so Pokémon, ne? Also wäre das wirklich die offizielle Serie, ne? Ich hätte mir das reingezogen, ne? Also ich muss sagen, die haben die übelst cool gemacht. Die schnellen Schnitte, also ich war irgendwann dann komplett raus. Bin ich aber immer. Aber fand ich übelst cool. Also hat mir echt mega, mega, mega gefallen. Ne? Fand ich richtig, richtig, richtig cool. Und ich hoffe, euch hat auch gefallen. Wenn ihr mehr Parodien sehen wollt, schreibt mir das einfach in die Kommentare. Ich wollte eigentlich gerade sagen, schreibt mir das über Twitter oder über Instagram. Das macht ihr eh nicht, deshalb schreibt mir das in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.